Moin, moin, heiße ich euch alle und willkommen zu genau richtig FIFA Let's Play FIFA 16. So sieht's aus. Ja, wir spielen heute wieder gegen das nächste Team, nämlich das Team der Saison. Und bevor ich das Spiel angemacht habe, ist mir direkt was entgegengesprungen. Und zwar Challenge ändern. Hier, neue Challenges hinzugefügt worden. Die beiden haben wir ja nicht gemacht. Benelux Challenge. Obwohl mich wundert das jetzt gerade ein bisschen, dass die Benelux Challenge hier hinter ist. Ja, Benelux Challenge. Machen wir nächstes Mal. Machen wir nächstes Mal. Heute machen wir das Tier gegen das Team der Woche, wie geplant, gegen das Team des Englischen. Englisches Team. Ja, zwei Silber, drei Silberspieler insgesamt dabei. Vier. Und sonst Rest Goldspieler, klar, verständlich, aber die bekannten Wappen da drinnen, sagen wir es so, eher rar gesehen. Also ich sehe hier noch nicht mal einen von Chelsea London, die letztes Mal Meister geworden sind. Ja, wer nur im Mittelfeld landet, ne, ist, kriegt natürlich hier nicht das Top vom Toppen. Dagegen Leicester City, doch oftmals verfügbar. Viele Spieler von Leicester sind dabei und von daher könnte es eine sehr schwierige Partie werden. Chemie 100, klar. 89er Spielstärke, das wird schwer, absolut schwer. Das wird, ja. Wir gucken einfach mal, wie das wird. Also wir spielen heute wieder mal gegen das Team des Team der Woche steht hier, aber es ist ja das Team der Saison und dieses Mal das Team der Premier League Saison. Die spielen dann schwarz. Die nächsten Spiele werden wir dann dementsprechend, wenn das wirklich so weitergehen sollte, wie es jetzt bisher läuft. Ja. Wenn das weitergehen soll, so wie es bisher läuft, dann wird es so weiterlaufen, dass wir gegen die Teams des Teams der Saisonen, der Saisons, der, ihr wisst, wie ich das meine, wir gegen die spielen. Aber nur wenn. Wenn nicht, ja, dann passt schon. Ne? Wir schaffen das schon irgendwie. Müssen wir ja auch schon für den Matchday, für den nächsten vorbereiten. Also werde ich demnächst mal wieder ein paar Online-Spiele spielen hier. Aber wir versuchen es heute wieder mit Francesco Totti. Im letzten Spiel kann man sich noch erinnern, das war ja, der Teil, wo eigentlich fast alle unsere Spieler sich verletzt haben. Hoffentlich wird das heute Totti nicht nochmal passieren. In diesem Teil. Wir schauen einfach mal an. Ja, der Gegner, wie gesagt, die Crème der letzten Saison. Oder besser gesagt, für jetzt, für uns heute noch die aktuelle Saison, die ja bald vorbei ist. Ich denke mal, viele dieser Spieler, die jetzt hier heute aufgestellt sind, fahren auch zur Europameisterschaft mit ihren jeweiligen Teams. Der Kapitän des Teams hier wird sicherlich mitfahren, Mesut Özil. Und jetzt sehen wir mal die Aufstellung. Ja, den Torwart habe ich nicht geändert. Alles andere habe ich geändert. Wieso habe ich den Torwart nicht geändert? Es liegt einfach daran, bislang läuft das eigentlich mit ihm gut. Also warum sollten wir das dann ändern? Ich sehe gerade, wir sollten doch nochmal eine taktische Änderung durchführen. Das habe ich jetzt aus Versehen vergessen, aber das machen wir jetzt mal gleich. Ja, auf der anderen Seite sehen wir den einen oder anderen Akteur. Ich denke mal, Fuchs wird auf jeden Fall für die Österreicher mitkommen. Paget für Frankreich. Ja, vorne die beiden Stürmer, die werden wahrscheinlich auch für die englische Nationalmannschaft beide stürmen. Kane und Vardy werden wahrscheinlich beide stürmen. Dafür sehen wir es alles ein bisschen anders. So, und dieser Wechsel, das ist jetzt einfach nur ein Schönheitswechsel. Chemielastig ist jetzt natürlich ein bisschen besser, dadurch, dass wir die Innenverteidiger getauscht haben. Gucken wir mal, ob das wirklich heute so klappt. Also, ja, Team der Woche. Das wird heftig, weil es nicht immer das Team der Woche ist wie sonst immer, sondern nächstes Mal das Team der Saison. Team of the Season hat man mir auch vor einiger Weile geschrieben. Ich hatte ja damals gesagt, oh, es ist das Team der Woche. Ja, nee, es ist Team of the Season. Also, seltener geht's kaum. Trotzdem, wir versuchen unser Glück. Und das vielleicht sogar heute. Also, ja, gegen das Team der Saison. Viele Spieler gibt es in der Premier League, die auch eingesetzt worden sind. Ich weiß gar nicht, wie viele. Also, wenn ihr das wisst, Glückwunsch, ich nicht. Auch wenn die englische Premier League noch nicht durch ist, trotzdem denke ich mal, am letzten Spieltag wird sich da jetzt kaum was regeln.
Oben um die Meisterschaft ist ja schon bereits geschehen. Tottenham wird wahrscheinlich als Vizemeister in die Champions League kehren. Und das ist die Chance hier aus der Entfernung. Ja, wird wahrscheinlich die Champions League als Zweiter besuchen. Joa. Und absteigen wird Newcastle mit Aston Villa zum Beispiel. Ich glaube, den dritten habe ich gar nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Wer war der dritte? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall Sunderland wird sich dann noch so mit Ach und Krach retten. Mit einem einzigen Punkt Vorsprung. Also der nächste englische Meister wird Sunderland sein. Weil Leicester in der letzten Saison auf derselben Position war. Aber, na gut. Wer weiß, wer weiß. So, die Chance. Ja, die stollern die Gott sei Dank so ein bisschen drüber. Ein Ticken zu hoch gegen die Bälle. Das ist umso besser, wenn das auch so weiter bleibt. Wenn sie die Bälle ein wenig zu hoch schlagen. Wir werden wahrscheinlich wenig Chancen rausholen. Jetzt zum Beispiel. Gut verteidigt. Wahrscheinlich ziemlich wenig Chancen herausspielen, aber das macht nichts. Wie viele Spiele habt ihr in dieser aktuellen Premier League Saison verfolgt? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Bei mir waren es, glaube ich, ich glaube 20 oder so. Ist nicht so viel gewesen diese Saison. Liegt einfach daran, dass ich in dieser Saison nicht so viel Zeit hatte. In den letzten Jahren zuvor, da hatte ich ja viel mehr Zeit, die englische Premier League zu verfolgen. Diese Saison eher wenig. Ja, Zusammenfassung, ja, hast du mal geguckt, ne, also Zusammenfassung, wer, wo, wie, was, warum, aber ja, diese Saison halt eher weniger. Lag vielleicht auch einfach ein bisschen daran, dass wir hier sehr viel FIFA spielen, sehr, sehr viel FIFA spielen, also der Rekord neigt zu wackeln, sagen wir es so, von den am meisten gespielten Spielen auf diesem Kanal. Ich glaube, FIFA 16 wird das auf jeden Fall erreichen. Also ich glaube, wir brauchen nicht mal so viele Teile mehr. Wir sind ja schon bei der 315, wenn ich das richtig gerechnet habe. Wenn nicht, dann kein Applaus bitte. Oh je. So. Ja, dankeschön. 315 Teile. Unglaublich. So, andere hätten glaube ich schon längst irgendwie dieses Spiel aufgehört. Aber wir ziehen das hier eiskalt durch. Demnächst ja auch noch der diese Doppelteile, die wir wieder haben durch den Matchday. Danach der nächste folgende Matchday findet statt im August. Das ist der letzte Matchday für dieses Spiel. Also, wer noch Lust hat mitzumachen, der kann sich das schon mal irgendwie irgendwo aufschreiben, ne? Im August ist der, welcher, das weiß ich jetzt noch nicht, aber der nächste findet statt im August. So, einfach mal aus der Entfernung und das war der Pfosten! Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte so gedacht, so, okay, wird wahrscheinlich so in Richtung austrudeln und dann werden wir nochmal ein neues Spiel aufziehen oder der Gegner besser gesagt. Aber gar nicht, denkst du? Ja, Paget, einer der Spieler, die von euch sehr viel empfohlen worden ist, dass ich den mir hole für mein Team, für mein Online-Team. Werden einfach mal gucken, wie das denn aussehen wird. So, aus der Drehung. Ja, nein, vielleicht. Ja, nein, vielleicht. Einwurf. So. Ja, vielleicht so jetzt. Ja, da steht keiner. Weißt du, da versuchst du natürlich so in die Mitte so ein bisschen zu zielen. So ein bisschen. Und denkst dir, na, das könnte was werden. Das könnte was werden. Aber am Abschluss gelingt es dir dann doch nicht. Und so weiter in die Möglichkeit. So, jetzt nächste Chance und Einwurf. Einwurf aus vielversprechender Position ist es nicht. So. Kopfball weggeklärt, aber das Ding ist noch heiß. Ja, ist jetzt lauwarm abgekühlt. Okay, also. Ja, Premier League. Wer wird in der nächsten Saison in der Premier League spielen? Also, soweit ich das gesehen habe, ist Middlesbrough da gut dabei. Die sind, glaube ich, Vizemeister geworden in der
Championship. Das ist ja die zweite Liga hier. Da sind sie Vizemeister geworden. Da geht es ja eigentlich darum, auch um den dritten Aufstiegsplatz. Da wird das in einem Playoff-Verfahren gespielt. Das heißt also, der dritte spielt gegen den sechsten und der vierte gegen den fünften oder irgendwie sowas. Und anschließend spielt dann der Sieger dieser Partie dann nochmal gegeneinander und der steigt dann auf. Also theoretisch kannst du als Sechster aufsteigen. Das haben schon einige Teams auch hingekriegt, dass sie in der Liga Sechster geworden sind, aber trotzdem aufgestiegen sind. Tata. Weil du eben dann im direkten Duell bei den hartnäckigen, wichtigen Spielen dann diese Tore gemacht hast. Das ist wieder der Pfosten. Es ist unfassbar. Also heute mit unseren Kullerbällen, das ist zwar schön und gut, aber sie müssen auch reingehen. Sonst hast du das Problem. Genau dieses. Mesut Özil. Jetzt mit der Chance. Gott sei Dank ist der drüber gegangen. Also die haben heute Gott sei Dank kein Schusswasser getrunken. Und es läuft noch nicht optimal für beide, nicht. Also, was unseren Bällen fehlt, ist bei dem anderen zu viel. So einfach ist das manchmal. Und dementsprechend ist es ein aufregendes 0:0. Nicht so ein Larifari 0:0, was wir manchmal in diesen Spielen haben. Jupp. Sturm. Ja, wenn ich das gewesen wäre, hätte ich mich lautstark beschwert. So ist es mir ganz recht. 0:0. Aber das ist einer der besonderen Art und Weise. Normalerweise 0:0 sage ich oftmals, ja, das Spiel ist davor also hergeplätschert und hast du nicht gesehen. Aber dieses Mal ist es nicht der Fall. Dieses Mal hast du vollkommen ein aufregendes Spiel. Beide geben sich hier, schenken sich hier überhaupt nichts. Und Gott sei Dank schießt der Gegner drüber und wir, ja, zu lasch gegen den Pfosten. Dementsprechend keine Chance für beide, aber vielleicht wird sich das jetzt ändern in den 52 Minuten. Ja, mit Totti laufen ist, glaube ich, nicht die beste Option, er ist ja relativ langsam. Aber der kann es eben noch. Vor einigen Parts, ich glaube vor knapp 50, habe ich noch gesagt, so von wegen Totti, ja, der hätte doch in Rente gehen sollen. Der hätte lieber aufhören sollen, wenn es am besten ist. Jetzt mittlerweile ist er ein Ritter. Wisst, ja, das hat sich so schnell geändert. Kaum habe ich mich hier lautstark beschwert. Tada! Schießt der Tore über Tore über Tore über Tore. Und einige sprechen ja davon sogar, dass der Totti vielleicht sogar noch zur Europameisterschaft mitfährt. Ich sage ganz ehrlich, nö. 1:0 für das gegnerische Team. Das war fast schon klar. Fuchs trifft. Ja, Christian Fuchs. Den hat man eigentlich im Endeffekt vollkommen abgeschrieben damals, als er von Schalke wegging. Damals hat man gesagt, ach, der wechselt zu Leicester City. Ganz ehrlich, der wird da wahrscheinlich unglücklich. Der spielt dann nächste Saison zweite Liga. So, genau das hat er auch in der Premier League gemacht. Genauso welche Tore. Und dementsprechend führen sie mit 1:0. Das ist natürlich jetzt kontraproduktiv. Aber wir haben ja noch ein paar Minuten und es ist ja noch alles da. Es ist ja noch alles möglich. Ja, Abstimmungsfehler auf par excellence. Aber leider sind die Abstimmungsfehler bei uns auch. Dementsprechend keine Möglichkeit jetzt hier. Jetzt doch vielleicht Kane. Und tschüss. So, jetzt müssen wir aufbauen und nicht. Wir gucken einfach mal. Apropos, wir gucken einfach mal. Nächste Saison. Für den einen oder anderen, der jetzt so denkt, so, oh, was machen wir denn nächste Saison? Nächste Saison ist doch viel, die kannst du doch FIFA 17 für die Dreier dir nochmal holen. Nein, ich werde es mir für die Vierer holen. Also FIFA 17 werden wir bei der PlayStation 4 holen. Deshalb wurde sich hier ganz groß und ganz oft und immer wieder gewünscht, dass ich doch den 16er Teil schon für die Vierer holen sollte. Aber damals habe ich ja auch schon gesagt, dass ich dieses Spiel mir geholt habe, weil ich einerseits davon ausgegangen bin, dass das Creative Center dabei ist. Dann hätten wir nämlich ziemlich viele Turniere gespielt mit Teams, wie zum Beispiel ja, so erstellte Teams von mir. Hättet ihr dann auch euch verewigen können als Spieler und alles Mögliche. Aber das ist alles nicht möglich gewesen. Was ich sehr schade fand, aber okay. Gut, dann nicht. Und dementsprechend geben wir der PlayStation 3 nächste Saison keine Chance mehr. Und sagen adieu und nehmen das für die Fee.
So, PlayStation Plus Abo, dann brauchen wir ja für den Matchday, falls ich einen machen sollte. Ich bin mir immer noch nicht so ganz schlüssig, ob ich den jetzt mache oder nicht, oder wie, oder was, oder warum auch immer. Wechsel auf jeden Fall beim Gegner, Özil verlässt den Platz, ja, der war irgendwie heute nicht so ganz auf dem Platz, der war nicht heute so nicht so ganz da. Und auch wenn er der Kapitän ist, ja, manchmal muss auch der Kapitän weichen, damit vielleicht die Crew besser ist. Das haben wir schon auch öfter bei uns erlebt, dass wir dann auch mit Kapitänswechsel dann urplötzlich entweder besser gespielt haben oder katastrophal schlechter. Ich hoffe mal, dass das jetzt beim Gegner mit dem schlechter wird. Dass es da jetzt bergab geht. Bislang zeigt sich damit gar nichts und es gibt Abstoß. Ja, unser Keeper, ja, bislang heute an dem Tag nicht so sicher, aber sagen wir es so, wie es ist. Also, du hast hier Top-Spieler als Gegner. Du hast wirklich, mächtige Gegner. Und wenn du dann als so ein Torwart hier eine gute Partie spielst, dann reicht das schon fast. Aber es reicht eben nicht ganz, sondern nur fast. Und das ist eben manchmal dann das Problem. Und es gibt einfach. Einwurf und nächster Wechsel bei den Gegnern. Wir wechseln ja grundsätzlich eher weniger aus, auch wenn wir theoretisch auswechseln müssten irgendwie irgendwann, damit wir vielleicht besser sind, um eingewechselte Spieler vielleicht auch die Chance zu geben. Aber ja, die Verträge, ne? Ihr wisst, die Verträge. So. Vielleicht jetzt aber. Ja, sind zumindest da schon mal, wo ich hin möchte. Und es gibt Abstoß. Weil er ihn noch angeschossen hat. Okay, mit Totti klappt das nicht so ganz. Wahrscheinlich ist es natürlich ein bisschen ärgerlich, dass wir den dann gezogen hatten. Andersrum, er hat sich im ersten Spiel verletzt. Also, vielleicht soll das auch einfach nur ein Zeichen sein, dass bitte benutze ihn nicht. Klappt nicht mit ihm. Sturm. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass er dann im nächsten Team dabei ist, im italienischen Team. Ich glaube aber eher auf der Ersatzbank. Weil ich da schon andere in der Serie A eher erwarte, dass die da im Team des Jahres sind. Wir schauen einfach mal, wer das denn sein wird. So. Guter Pass, jetzt die Möglichkeit hier zum Ausgleich und da haben wir ihn! Und eben noch völlig kritisiert und genau das ist wahrscheinlich der Punkt von Totti. Den müssen wir hier auf diesem Kanal hochgradig kritisieren und genau dann schießt er die Tore und sagt, halt den Mund, ich mache meine Tore. Heute schon wieder, es ist unfassbar. Ja, also, der Kapitän von uns trifft und damit sind wir wieder zurück im Spiel. 77. Minute. Na, Kritik annehmen und verarbeiten, so kann man es eigentlich bezeichnen. Jetzt die Möglichkeit für den Gegner. Das ist natürlich keine gute Vorlage, wenn wir ihm direkt den Ball vor die Füße legen. Keine gute Sache für uns. So, mehr. Und Tollwohnen, rüber, Santos. So, jetzt muss man natürlich gucken. Ah, der blockt dann natürlich ab und jetzt geht es in die andere Richtung. Da, wo es nicht lang gehen sollte. Dankeschön und ja, ein Spiel auf Augenhöhe. Das ist doch mal was Interessantes, das ist doch mal was Tolles und es gibt Einwurf. Und der letzte Wechsel beim Team der Saison. Aguero kommt aufs Feld. Ja, das heißt ab nach vorne heißt die Devise. Ja, ein Stürmer, der schon uns oft geärgert hat. Hoffentlich heute nicht. Ja, kriegt er den, aber mit dem... Oh, zweite Etage bitte. Ah, 6 Minuten noch. Also wacker schlagen tun wir uns, ja. Aber das bringt an Abschluss ja auch keine 3 Punkte ein. Oder besser gesagt, die Punkte, die du wichtig brauchst. Und der ist ganz gemein aufgeditscht. Das wär's noch.
Das wäre es noch, wenn wir jetzt hier ganz gemein noch verlieren. Nächste Chance! Und er kann ihn parieren. So, jetzt vielleicht der Konter. Wenn wir den jetzt auskontern, den Gegner auskontern können, dann haben wir es. So, in der Mitte wartet jemand, nämlich der Falsche. So. Ja, auch wieder in die Beine rein, also... Weil immer in die Beine spielen ist auch nicht die richtige Option. Und es gibt noch einen Freistoß. Es gibt aus einer gefährlichen Situation einen Freistoß. Das kann der Fuchs. Das haben wir gesehen. Schön rüber. Und der Keeper kriegt den. Klank macht hier heute seinen Job wieder super. Auch wenn er am ersten Gegentor... Ja, was willst du da am ersten Gegentor machen? Also gegen den Freistoß kannst du nichts machen. Und Volley und weg das Ding. Und das ist der Endstand. 1:1. Kann man mit leben, würde ich mal sagen. Auch wenn wir nichts dafür kriegen, aber ein Abschuss, ja, ist es so. Ein Abschuss ist es so. 1:1, besser als verloren. Ich glaube, unser Spieler des Tages ist unser Torwart, der hier heute wirklich, ja, super Paraden gemacht hat. Und das gewiesen hat, dass er theoretisch hier wirklich top ist. So, ja, Spieler des Tages ist wirklich unser Torwart geworden. Aber da merkst du, genau das sage ich ja ganz oft, ne? Wenn der Torwart Spieler des Tages ist, muss was schon passiert sein, dass der wirklich der Held des Tages wird. Und in dem Falle ist es einfach so, der Gegner hat 12-mal aufs Tor geschossen, eigentlich 4-mal direkt, 12-mal versucht und ne, nur ein Gegentor gefangen und das ein Freistoß. Okay, geht weniger Ballbesitz. Ja, gut und schön, aber komm, ist in Ordnung. Gut, dann war es das für heute, für jetzt, für erstmal, für diesen Moment. Wir sehen uns dann morgen wieder gegen das nächste Team, gegen das Team, was wir ja auch am Anfang gezeigt haben. Und bis morgen und tschüss.